Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei uns auf der Hof Bergmann Pharma 2.0 zusammen mit dem Excel. Hallo meine Lieben, grüßt euch. So, wir haben heute mal Rollentausch gemacht. Der Stall ist geht ernten und ich mache hier, kümmere mich ums Stroh. So, und dann wollen wir mal gucken, wie das Ganze so vonstatten geht, weil wir haben eben ein Problem. Das werde ich jetzt auch gleich erstmal lösen, das Problem. So, weil Stahlös, ja, unser Anhänger ist offen. Ach so, da war ja was. Ja. So eine Sache, das kullert alles raus, das ist nicht so gut. Wenn wir jetzt gleich mal was probieren, denn ich weiß gar nicht, ob das jetzt, wenn ich den Sub konfiguriere, mit den Strohballen da drinne, ob die dann weg sind. Oh, das musst du nicht, ja, das ist... Probieren wir jetzt mal. Versuch mal klug. Wir sind ja auf Bildungsfernsehen. Ja, genau. Hat man ja gesehen. Man darf nicht schnell in die Kurven fahren. Ja, dann passieren komische Dinge. Und wenn die Presse anfängt zu tanzen, das ist auch ganz komisch dann. Ja, absolut. Meine, es hat wohl für sehr viel Begeisterung unter euch gesorgt, meine Lieben. Aber es ist nicht gut für die Technik. Muss man sagen, das gibt Kratzer. Wir müssen aber auch dazu sagen, wir haben nie gesagt, dass es einfach wird. Richtig, das stimmt. So, verdammt, was mache ich jetzt? Komm, der muss jetzt hier ein bisschen lang schleifen. Das war mir doch. Oh, warte, das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Der Drescher, der knattert aber auch schon ganz schön, ne? Ja, der knattert definitiv. Der macht gut Paloma. Also es lohnt sich, dass ich mit dem Anhänger in der Werkstatt bin. Okay. So. Das hört sich bei mir gerade so an, als ob Excel einen ziemlich schnellen Trecker hat. Es ist nur so ein Mittelpfeiler, der mich gerade gestört hat, weil ich zu faul war, rückwärts zu schieben. Ja, die habe ich jetzt in der letzten Zeit auch sehr oft von gehört. Die sind wieder schwer unterwegs. Die springen noch gerne mal in die Fahrzeuge und so. Ja, das ist so eine Sache. Das ist einfach ekelhaft. Boah, jetzt werden wir sehen, ob die Dinger... Ballen bleiben drinnen. Sehr schön. Also man kann den Anhänger konfigurieren, und die Ballen bleiben drin. Na dann, ist doch gut. Aber bei normalen Anhängern ist er doch nicht, ne? Da geht doch der Inhalt, der geht, ja, flöten. Ja, ist dann fort, ja. Oder es sei denn, die haben es geändert, aber das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt keine Ahnung von. Weil normalerweise, ja, bei normalen Anhängern, da hast du recht, da ist das so, da geht dann, der Inhalt geht dann flöten. Ist dann fort. Dann nicht so gut. Oh, meine Lieben. Ja, Stalles. Voll. Ja, ach ja, das fühle ich, das kenne ich. Geht dann auch mal voll auf die Eisen, hängen erstmal halben Meter in der Ernte. So, ja, meine Lieben, falls ihr euch wundert, ne, wann nehmen wir denn eigentlich immer so auf? Ja, also wenn es euch interessiert, wir haben es gerade Sonntag, 11.21 Uhr. Ganz genau. Stalles ist erst um 4 Uhr in der Nacht hingekommen. Ich war heute schon im Garten, habe schon Geigenberg-Projekt aufgenommen und dann... 12.30 Uhr stehen die Eduard-Aufnahmen an. So, so verbringen wir unseren Sonntag. Ja, man könnte auch entspannt, aber da haben wir uns gesagt, ach nee, warum? Nee, die Arbeit steht ja an hier. Das ist ja. Genau, das muss ja rein, das Zeug, ne? Eben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oha, jetzt macht er aber mal Ballett. Bin mal gespannt, wie das jetzt so funktioniert hier. Da dürften die Ballen auf jeden Fall auch nicht mehr rausfallen. Ah, wunderbar, die kullern rein. Die kullern rein, das gute Zeug. Das ist wenigstens entspannt. Genau. Was machen wir denn hier? Was ist das eigentlich? Weizen oder Gerste? Ja. Siehst du unten, lieber Stalles? Ja, Weizen. Wunderbarer Elite-Weizen. Oh, das sehe ich ja gerade erst hier bei dem Schneidwerk, die Bleche draußen, außen dran, ne?
dass die auch so wackeln. Ja, die alten Maschinen, das ist richtig geil. Wenn du mal rechts an der Seite guckst, da ist so ein Propeller. Da denke ich mir auch jedes Mal bei der Aufnahme, da die Hand reinzuhalten. Nee. Was geht denn da ab? Nimmt mal noch Strom produziert, ja, oder muss, was? Musst du aufpassen, dass die Karre nicht wegfliegt. Junge, Junge. Das ist schon aber so eine Sache. Ist der? Naja. Wenn der Karre mal warm ist. Ach so. Es muss ja auch ein bisschen, ne? Oh, verdammt. Ja, ja. Ein. Nein, Ball verloren. Ofenfahrt ist doof. Und zieh das mal die Ballen runter. So. Wunderbar. Weiter. Ach, ist das entspannt. Wir hätten das hier mal fertig. Fertig kriegen. Ja, ne, und dann haben wir ja drüben noch den Raps. Ja, wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir aber hier nach dem Feld mal anfangen mit dem Heu für die Tiere. Ja, stimmt, da war ja was. Stimmt. Das ist eine richtig. Auch mal gut. Das ist eine richtig gute Idee, Stadus. Ja. Ja, ja, das ist, das wäre nicht nur gut, das ist sogar dringlich, muss man sagen. Weil, ja, die wollen ja auch was essen. Ja. Guten Tierchen. Dann haben die ja was mit uns gemeinsam. Ja, der irgendwie ist es immer so, ne? Es läuft immer aufs Essen hinaus. Immer. Immer. Aber ja, es ist halt auch schön. Ach, siehst du, da hat Marcelle gestern gesagt, hier, ne? Kennst du doch Toffifee? Ja. Das soll es jetzt mit weißer Schokolade geben. Wie viele Aufnahmen machen wir? Ich glaube, ich muss noch schnell einkaufen. Achso, ne, wir haben ja Sonntag. Ah. Ja, es, die gibt es an der Tankstelle. Also, hat mir Selle gestern so gesagt. Also, Toffifee mit weißer Schokolade. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich mag eher das. Nee, also die normale Schokolade, nicht weiß. Hier und da, also die normale auch, also so Vollmilch, das geht schon. Ja. Also ist auch so mein Ding. Aber ich sag mal so, mit weißer Schokolade, da. da kann man dich einfangen damit quasi. Dürfst du ja nicht in so eine Falle legen, weil da weißt du genau, alles klar, der geht da rein. Also, meine Lieben, ja, das geht jetzt an die Zuschauerinnen. Ja, der Stalus, das ist ja auch ganz sympathischer. Ja, und der ist Single, meine Lieben. Wenn ihr den Stalus einfangen wollt, ja, dann ja, macht's mit Toffifee mit weißer Schokolade. Ihr habt's gerade gehört. Das ist so sein Kryptonit. Ja, da wird er weich und geschmeidig. Ja. Und an alle diejenigen, die sich fragen, Mensch, wo finde ich denn den? Ja, guckt da unten mal in die Videobeschreibung. Ja. Da könnt ihr euch klar machen, den Kleinen. Genau. Oh Mann. Und wenn ihr euch fragt, wer das gerade alles so schmeichelhaft gesagt hat, guckt auch bei mir unten rein. Da ist der nämlich auch drin. Eieieiei. Oh, nee. Schon wieder. Ja, so ist es. So ist es. So. Ey, das wird langsam ein bisschen dunkel, ja? Kann das sein? Oder mal, ja. Professionelle Arbeitssicht anmachen. Aber hier gehen Ballen rein. Ach, ist das schön. Ist das schön. Das macht richtig Laune. Das ist halt auch mal was anderes, ne, finde ich. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, es ist auch mal schön, dass es mal funktioniert. Nicht, dass es so ist wie, warte, war das 17er? Ich glaube, im 17er war das mal. Da habe ich das auch gemacht. Da flog mir aber alles um die Ohren. Weil das da noch nicht so gut geklappt hatte. Aber ja, das ist doch mal richtig gut. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch eine Presse gesehen. Ja. Mit, ich glaube, da ist auch so eine Verlängerung dran. Auch hier für kleine Ballen. Mhm. Und die, da kannst du hinten so ein Plateau-Anhänger halt ja. Dran machen.
Und der ist gesteuert mit so einem, mit so einer Autoload-Funktion. Das heißt, er stapelt dir die direkt hinten autoload-technisch richtig gereiht auf. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Und müsste lügen und sagen, das ist sogar ein Mod-Hub. Aha. Ja, das fällt mir gerade tatsächlich ein. Hab ich durch Zufall gesehen letztens. Das ist auch eine schöne Variante. Praktisch. Also, wie gesagt, für die Leute natürlich, die halt gerne damit arbeiten. Ich bin einer, der gehört dazu. Bin ich ganz offen und ehrlich. Macht ja auch Laune. Aber auf der anderen Seite genieße ich aber dann auch einfach mal so den Moment, wenn man vielleicht einfach auch mal alles so manuell einfach nur mal auflädt. Ne? Aber die sind bei mir sehr, sehr selten. Ja, da muss ich auch sagen, macht Spaß, manuelles Laden. Aber es dauert halt auch zu lange, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Sag mal, das kann man mal so machen, wenn man jetzt hier, was weiß ich, der FANT zum Beispiel, da kann man das machen. Ne? Da kommt es ja auch nicht. Also da ist, normalerweise ist es da auch erforderlich, dass man das macht, ja, weil ja. Wegen Real und so. Aber genau. Jetzt, ich sag mal, jetzt hier so im Projekt jetzt hier, ja, dann nutze ich natürlich mal ganz kurz hier das Dev-Tool. Ja. Bin ich mal ganz kurz Herkules. Ja, mir frühstücken halt gut. Ja, genau so ist es. Das sage ich auch immer. Das ist halt wirklich so. So. Mal kurz ein bisschen Platz gemacht hier drauf, dass noch ein bisschen mehr drauf passt. Da. Hey. Oha. Naja, da kannst du dir die Grastechnik schnappen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, ich mag das Ding. Das macht richtig Laune. Aber was machen wir denn jetzt hier mit dem Weizen? Sollen wir den einlagern oder wie? Würde ich sagen, dass wir den erstmal einlagern. Oder? Nee. Fahr doch zur Mehlbude. Ja. Lass doch da klein Mehl draus machen. Und dann können wir uns nämlich einen Bäcker hier die Backstube zulegen. Ja. Und dann können wir hier Brot backen und so. Das macht, denke ich, mal mehr Sinn. Genau. Dann fahre ich das Zeug jetzt dahin. So, jetzt fahre ich aber erstmal, ja. Das Rapsfeld, das war direkt hier auf der 2. Ja, genau. Das ist genau nebenan. Fällig nur mal. Platziere ich nur mal gerade. Dann fahre ich das Zeug erstmal. Da. Dann fahre ich das erstmal zur Mehlbude. Dann muss ich aber erstmal lokalisieren. Ja, lokalisier mal. So. Bringen jetzt erstmal unsere Ballen gleich rein hier. Da bin ich auch gleich mal gespannt, wie das funktioniert beim Abkippen. Da ist die. Komm schon dahin. Na ja, egal. Ah. Naja, das ist einfach zur Mehlbude. Das ist ja einfach. Du fährst einfach bei uns vorne, also jetzt hier, fährst du einfach zur Hauptstraße raus. Ja. Also genau so wie du jetzt fährst, fährst du einfach geradeaus, dann fährst du links. Fährst du die Straße, dann fährst du immer der Hauptstraße folgen, an der nächsten Kreuzung dann links. So. Und dann fährst du gleich die erste rechts. Also links, also links. Gegenüber vom Händler rein. Na, vor, nee. Also, nee. Du fährst jetzt links, dann fährst du die nächste nochmal links und dann fährst du gleich die erste rechts. Dann fährst du geradeaus weiter und dann geht's links nochmal eine Einfahrt rein. Also im Prinzip einfach merken, links, links, rechts, links. Ah, gut, okay. So, das funktioniert. Soll ich hinkriegen. Ich ruf dich an gleich, wenn ich mich schon fahren hab. Ja. Aber ja. Was wir machen werden, ja, mal kurz an die Zuschauer, ne, ihr seht ja, es wird gerade dunkel. Wir werden das so machen, ne, Stahlis, der wird das jetzt zur Mehlbude bringen, ne? Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht spielen wir in der Aufnahme, vielleicht gehen wir auch dann in der Aufnahme schlafen, je nachdem, der plus, dass ihr eine Information habt. Weil wir kommen dann halt auch besser voran, ne? Da wird das Mehl produziert, ne? Und dann kann man dann auch mal gucken und machen und tun. So, und in diesem Sinne, der Stahlis hat anmoderiert und ich moderiere gleich mal ab.
Wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen da, ne? Schaut beim Stallis vorbei, das steht unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss und ciao. Macht's gut, tschüss.